Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Part Beer Pro mit unserem Pro Dumbo. Das reimt sich ja alles. Ja, zuletzt dachten wir ja, wir wären verletzt, nachdem sich unser Dumbo da irgendwie ans Bein gehalten hat, nicht mehr weiterlaufen konnte. So wie es aussieht, ist da wohl nichts passiert. Vielleicht eine Zerrung, vielleicht einfach ein Krampf oder was weiß ich. Wir sind auf jeden Fall wieder für die Startelf nominiert. Und heute geht es gegen SV Ried. SV Ried. Und wir wollen den Dumbo steuern. Ja, dann schauen wir doch mal, was uns hier erwartet. SV Ried. Dribbling. Das kriege ich echt nicht hin. Hat da jemand irgendwie Tipps oder so? Ich kann das nicht. Ja, der Anfang ist immer spektakulär hier, ne? Wacker Innsbruck gegen SV Ried und wir sehen, Ried ist Sechster. Ried ist Sechster. Ist das ein Ligatore? Da wo? Ja, wir sind also einziger Sturm. Mittelstürmer. Und los geht's. Gerade eben noch ein bisschen PES gespielt, deswegen bin ich hier, glaube ich, von der Steuerung her gesehen noch ein bisschen gehandicapt. Warum laufe ich hier eigentlich ganz mit zurück? Dafür haben wir ja unsere Abwehr- und defensiven Mittelfeldspieler. So, sehr gut den Ball erobert. Macht das Spiel schnell. Oh. Schade. Dumbo! Schönes Ding! Aus dem Nichts! Schnappt er sich den Eckball. Zack! Er geht aber mit dem ganzen Körper rein. Wuchtig. Bam! Schön gemacht, da wäre er noch vom Torwart gelegt. Jawohl! Sechste Minute, 1:0 durch ein Kopfballtor von unserem Pro, dem Dumbo. Ja, sehr gut. So kann es natürlich weitergehen. Oh. Oh! Schön. Schade. Sehr gut. Schön, Jungs. Balleroberung. Sehr gut. Jo! Nein! Nein! Ah! Oh! Fast das 2:0. Mann! Da hätten wir echt das 2:0 schießen können. Ah, ich dachte, er zieht durch. Mit seinem Lauf. Mann, Mann, Mann. Ja, schade. Ah, Mann. Ein 2:0. Mit so einem 2:0 im Rücken.
spielt es sich doch ganz leicht. Na, abgeluchst. Er hat uns die Pille abgeluchst. Aber wir geben doch natürlich nicht auf. So, Jungs, der Angriff muss jetzt erstmal unterbunden werden, ne? Schön. Jawohl. Boah, nö. Schön gerettet erstmal. 6, achso, nicht. Wie blöd bin ich eigentlich? Ligatore. Ja, ich dachte, das ist so ein Fremdwort. Das heißt einfach, er hat 6 Ligatore geschossen. Ja, super. Mit Grips. Nur mal anstrengend, ne? Ich denke, was heißt denn hier Ligatore? So, komm schon. Jo, hast du? Nee, hast du nicht. Boah, den krieg ich ja glaube ich auch nicht, oder? Aber zumindest ein Einwurf. Mal flach geschossen. Ah, ein bisschen zu weit nach außen gezogen. Ah, schade, schade, schade. Ach, das war auch klar, aber... Aber eigentlich spielen die Jungs schon ganz gut. Jo. Oh, Jungs, ey. Wir müssen ein bisschen enger stehen bei den Männern. Ah, schade. War zwar gut gedacht, aber... Ja, super, super, super. Huch. So, jetzt Ball gewinnen und dann Konter. Sehr gut. Ah, das hätte er früher spielen müssen. The same procedures every year. Ey! Oh nö! Ich hatte den Ball doch schon! Oh nö, ey! Oh Mann! Hier denkt auch keiner mal mit. So, schön erobert. Kann er sich noch nicht so durchsetzen. Ah, Mist!
Da wollte ich schön abziehen. Aber das haben wir gerochen. Erste Halbzeit ist um. 1:0 Führung durch unser Pro. Aber da wäre, glaube ich, noch was drin gewesen. Mist. Also gerade jetzt eben. Ich wollte abziehen. Ah, Mann. Hier sehen wir es nochmal. Schön hochgestiegen. Der Tor hat keine Chance. Und dann da mit dem Fuß ist er da noch dran. Unglaublich. Mit dem Fuß. Boah. Unser Einwurf. Ja, mit den Drehungen und so, da ist er auch noch nicht so schnell genug. Oh, schön! Was für ein Pass! Wahnsinn! Ah, Junge! Schneller spielen, ja. Oh, komm! Na. Hast du noch? Hast du noch? Oh, Jungs, ey, ihr verliert die Pille da doch andauernd. Die spielen doch da nur rum. Jawohl. Mist. Wollte ihn schicken, aber ging nicht. Hat er mir nicht erlaubt. Ja, ah! Jo, und nach vorne. Ja, was macht ihr denn da? Oh! Pfosten! Nein! Schade! Wieder so ein schöner flacher Schuss. Mann, schade. Dieses wackelige 1:0 muss jetzt mal ausgebaut werden, da langsam. Jo. Nein. Oh, zu doll. Und das gibt's doch nicht, ey. Einfach zu doll. Weiß gar nicht, ehrlich gesagt, gar nicht, welche Nummer wir haben. Die 10 haben wir. Oh Mann, ey. Schon wieder zwei gute Möglichkeiten gehabt. So, schön Freischuss rausgeholt. Ja, das hätten wir da auch machen sollen. Hätten wir am Hals gepackt. So, und jetzt ein schöner Freistoß. Ich sehe es kaum, ey. Wir kriegen noch eine Bude.
Alter Schwede! Alter Schwede! Ich glaub's nicht! Oh Mann, ey! Alter Schwede! Also, wirklich. Was ist denn das? Ja. Mann, ey, das hätte echt ein Tor sein müssen. Das gibt's doch nicht. Ey, so frei kann man doch gar nicht stehen. Das erinnert mich an Kuba vom BVB. Kennt ihr dieses super Video, wo er gegen wen spielt er eigentlich? Und auf jeden Fall hätte er den Sack da richtig zumachen können und dann verkackt er richtig vorm freien Tor. Ah, Krecher. Aber. Schiri, der wird doch aufgehalten da. Gelbe Karte für die Impact. So, 82. Minute. Die Frage ist, ob wir das Ergebnis hier über die Zeit retten können. Oh, Jungs, ey. Nein! Oh! Ich glaub's nicht, ey. Meine Güte, wie viele Chancen braucht der Typ? Boah, ey. Ist ja unglaublich. Also in diesem Spiel läuft er nicht gerade zu Höchstform auf. Also, nee. Schieß doch diese Pille rein! Mann! Ist das ärgerlich. 88 Minuten. Jetzt kommen sie, die spannenden letzten Minuten. Ried jetzt nochmal hier am Drücker. Oh, dann kommt so ein Fehlpass, ey, bei so einem Konter. Jo. Die laufen auch nicht zum Ball, ey. Das gibt's doch nicht. Jungs, abfangen. Schön. Boah. Ah, schade. Naja, wir gewinnen hier mit 1:0 durch ein Tor in der 6. Minute. Und da wären noch einige drin gewesen. Also man hätte hier wirklich haushoch gewinnen müssen. Aber es kam anders und die Hauptsache ist ja auch, der Sieg steht. Ja. Hier schön die Ecke gut platziert. Erst den Ball gefordert und dann das Ding, dass er den hält, ist Weltklasse. Da den Pfosten. Das Ding auch unglaublich. Unglaublich. Mann, Mann, Mann. Und dann auch noch dieses Ding ans Außennetz. Ah, oh, Mann. 6,8, was sollten wir haben? War das nicht so gut? 7,0, glaube ich, ne? Ja, wer so viele 37% schießen, ey. Oh, Mann. Aufs Tor 3, vorbei 5. Mann, Mann, Mann.
Zwar war es eine Begegnung im Tabellenmittelfeld, aber Innsbruck holte heute wichtige 3 Punkte und baute damit seinen Vorsprung auf SV Ried aus, die doch die Lücke schließen wollten. Und wir sind auf dem 3. Platz am Rapid Wien hier überholt. Und unser Dambo ist in der Top-Jäger-Liste auf Platz 2. Auch das ist ja nicht zu verachten hier. So. Wir machen mal weiter. Bundesliga-Vorschau Wiener Neustadt gegen Innsbruck. Also, ich habe die Startelf für die heutige Partie zusammen. Ja. Wir sind dabei. Also, nächstes Spiel ist gegen, was war es jetzt? Neustadt irgendwas? Erwarten Neustadt. Ja, und auch da wollen wir natürlich wieder 3 Punkte holen, aber das sehen wir dann im nächsten Spiel. Ich hoffe, ihr schaltet wieder ein. Macht's gut!